Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Alice Madness Returns. Ja, wir starten hier im Pausenmenü, weil jetzt geht die Action gleich direkt wieder weiter, nachdem wir beim letzten Mal Kapitel 2 abgeschlossen haben. Geht es auch schon wieder hier direkt in den Kampf weiter? Lass mich... Aua! Erstmal diese kleinen Dinger hier umhauen. Nein. Muss mich aber jetzt erstmal wieder ins Spiel reinfuchsen. Cool, der hat seinen Kumpanen da angegriffen. Na komm, mach was. Bleib mich an. Genau damit. Damit ich dich angreifen kann, du stinke, hässliches Kackding. Aua. Warum tust du das? Meine Güte. Und ja, das hier sieht irgendwie aus wie Endzeitstimmung gerade, oder? Als ob die Weltkarte untergeht. Aber es sieht irgendwie schon beeindruckend aus, muss man sagen. Naja. Gut, wir sollen anscheinend hier irgendwas kaputt machen. Und jetzt können wir damit interagieren, okay. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis? Ich hoffte, du seist mutiger. Das sah gerade ein bisschen aus wie... wie hieß denn das? Dieses Rauchezeug da, was die coolen Kids... machen. Ich habe gerade wirklich den Namen vergessen. Naja, egal. Ich hab's nie gemacht. Von daher, ja. Auch noch nie probiert, muss ich aber dazu sagen. Sowohl normales Rauchen als auch das eben. Entsprechend keine Ahnung, ob es was für mich ist oder nicht, aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich Interesse daran. Dieser schwadige Sips scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Von daher, ja, brauche ich das jetzt auch nicht unbedingt. Muss ich da drüben hin oder hier weiter? Wir sind Zähnchen, also gehe ich mal da entlang. Okay, und hier ist noch eine Erinnerung oder so. Okay, eine Flasche. Also scheint mir das hier eher optional zu sein. Aha. Ja, wie, du lebst nur. Dann komme ich halt zu dir, wenn du das so bevorzugst. Meine Güte, das hier sieht echt aus wie Endzeitstimmung gerade. Dann können wir ein, wir wären im letzten Kapitel, aber wir sind gerade mal im Kapitel 3 und es gibt 5, meine ich, in diesem Game. Da bin ich dann doch irgendwie mal gespannt, wie es hier noch so weitergehen wird. Das sieht mir sehr wichtig und richtig aus. So, gehe ich da noch nicht hin. Denn hier ist noch ein optionaler Raum. Den gehen wir natürlich als erstes hin. Und holen uns eine Flasche. Und, zieh dich um, dass das Ding da erstmal killen.
Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt können wir aber hier hin. Da ist eine Kanne. Eine Uhr drauf. Neue Fähigkeit? Teekanone. Noch nie da gewesen. Automatischer Dampfablassdeckel. Brandneu. Schießt verheerende Teegranaten. Druckmesser im Ziffernblatt-Design. Spontan Teeparty schmeißen am Volltreffer. Okay. Die Teekanone ist ein höchst probates Mittel bei Feindesgruppen. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto größer ist der Radius des Einschlags. Sowas wie ein Granatenwerfer oder was? Die T-Kanone kann schwache Strukturen aus der Ferne zerstören. Du kannst mit Maushalt aufwärts, Maushalt abwärts zwischen Pfeffermühle und T-Kanone wechseln. Ja, es scheint mir wie ein Granatenwerfer zu funktionieren. Ist ja interessant. Oder schnetzt mich irgendwie trotzdem lieber. Nee, nicht du. Nicht du. Das Vieh war ekelhaft. Aua, und es hat mich... Kämpft das jetzt anders? Nein. Okay, hier einfach ducken. Wenn es das macht. Autschi. Bei ihm hilft es halt auf jeden Fall. Wow, es kämpft echt anders. Alter. Das ist auch irgendwie ein komplett anderes Teil, oder? Was ist das da oben? Ein Tisch? Ey, ich komm da gar nicht weg. Was zur Hölle? Das Ding ist viel zu schnell. Ich komm da gar nicht dahinter. Davon weg? Alter, ich hasse dieses Ding. Ich begreife nicht so wirklich, was ich dagegen tun soll. Wenn es diesen Feuerangriff macht. Greif es halt irgendwie wirklich nicht. Was man dagegen unternehmen kann.
Ja, der Angriff ist billig. Das war sehr effektiv. Autschi. Kannst du mal drauf gehen? Es ist zu schnell! Okay, ich kann es anscheinend auskontern. Es ist tot. Ich glaube, es ist tot. Meine Güte! Das Ding ist aber auch biestig, ey. Meine Fresse! Warum muss man so ein Kackding hier einbauen? Anscheinend, wenn es diesen Feuerstrahl da macht, kann man das auskontern, einfach einmal drauf schießen mit der T-Kanone und dann ist es wohl gestunt. Das war wohl der Trick dabei. Okay. Sollte ich mir wohl merken. Und diese ganzen Babyschädel hier eigentlich. Aha. Hab's besiegt. Das hier ist irgendwie eine sehr abstruse Welt, wo wir gerade rumlaufen. Da sie nur ihr Standard-Outfit, sag ich mal, anhat. Werden wir wahrscheinlich noch einen Szenenwechsel bekommen. In der letzten Welt war es ja, Katastrophen können alle Familien treffen, Miss Little. Der Schaden der einen kann natürlich der Vorteil einer anderen Familie sein. Und dasselbe gilt für ein überlebendes Familienmitglied, wenn du verstehst, was ich meine. Im letzten Kapitel war es ja die Wasserwelt, wo man hinkam. Wo man dieses Meerjungfrauen-Outfit hatte. Ich bin erschüttert. Sieh nur, was aus meinem schönen Tal geworden ist. Alle Dinge ändern sich mit der Zeit. Oft nicht zum Besseren. Mit wem redet sie da eigentlich als? Ist auch eine Erinnerung? I don't know.
Bevor sie mich anwerfen! Mich anspringen! Das fällt mir ein. Was ist denn vielleicht. Ist es vielleicht effektiver? Ist auf jeden Fall nicht uneffektiv. Aua. Die T-Kanone hierfür zu verwenden. Was soll denn aber sein? Ben liegt auf jeden Fall noch was. Das holen wir jetzt noch mit. Hey, wieso kann ich das Ding da nicht kaputt machen? Das ist unfair. Ich will das Ding kaputt machen. Und da kann ich nicht weiter. Wieso nicht? Warum ist hier diese dramatische Musik gerade? Achso, weil hier auch noch Viecher kommen. Ich darf da nicht drauf stehen. Sag das doch mal jemand. Dass das hier wie Lava. Oha. Anscheinend funktioniert. Na okay, das hätte man sehen können, aber. Trotzdem. Muss man einmal schon was sagen. Wie eine Shisha, genau. Es fällt mir jetzt ein, wie das Ding heißt. Mir ist irgendwie der Name nicht mehr eingefallen. Deshalb, ja. Egal. Mir ist es ja jetzt wieder eingefallen. Wow. Da oben ist was. Das will ich irgendwie haben. Da. Du gehst bitte einfach mal drauf. Au, das macht ziemlich guten Schaden. Ah, das Ding schon wieder. Zu viele Gegner! Zu viele hässliche Gegner vor allem! Aua! Aus der Luft angreifen ist unfair!
Aus der Luft angreifen ist sehr unfair, ihr hässlichen Scheißdinger. Meine Güte. Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Sieht ja schon beeindruckend aus, hier muss man sagen. War halt auch wirklich schon fast so, als ob hier gerade Finalstimmung aufkommt. Habe ich den Eindruck. Okay, hier ist nichts, was wir uns holen könnten. Mir fällt ja alles zusammen, überall stürzt irgendwas ein, überall sind irgendwelche hässlichen Gegner, die echt böse sind. Aua. Mich andauernd belästigen müssen. Ist klar, ist klar. Die arme Miss Little. Andauernd wird sie angesprungen von irgendwelchen Heslon-Dingern. Ich will doch auch einfach nur in Frieden leben. Wieso können die das nicht einfach mal akzeptieren? Wahrscheinlich gäbe es dann dieses Spiel nicht und es wäre komplett langweilig oder so, aber alles hätte es besser. Ey, man kann ihm einfach das Schild abballern damit. Das ist cool. Ey, du. Wo kommen die eigentlich alles her? Okay, jetzt muss ich hier anscheinend herunterspringen. Wollen ja keinen Fallschaden hier nehmen. Wo kommen diese hässlichen Dinge eigentlich andauernd her? Der muss anscheinend doch von... Komme ich da überhaupt wieder hoch? Gib mir irgendwie... Nö. Bin ich jetzt gefangen? Sehr uncool. Irgendwie mega uncool. Aber ich sehe von hier ist irgendwie keine an. Ach doch, da. Nein! Menu! Das ging mal. Das ging zu schnell. Wieder weg. So, jetzt aber. Da ist eine Uhr, die muss ich treffen. Okay.
Der Anblick, die Ausdünstungen, der arge Klang. Was hast du gedacht, Alice? Genau das. Es war dumm. Was ist da ohne eine Kante, die man nicht gesehen hat? Ich glaube, das hier ist sogar der richtige Weg. Oh nee. Keine Böcke auf dich. Nicht mehr in diesem Part. Okay. Das war ein bisschen buggy, glaube ich, gerade. Nee! Mann! Okay, Leute, ich glaube, ich mache mir mal einen kleinen Cut. Das war's mit Alice Madness Returns für heute. Wenn euch das Video gefallen haben soll, lasst doch gerne wieder Feedback da. Positiv oder negativ, bleibt euch lassen. Gerne eine kleine Krönung. Was gefallen hat und was nicht. Und ja, immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dieses Kackding hier anscheinend wieder bekämpfen dürfen. Hurra, das wird ein Spaß. Ich hoffe, die kommen nicht allzu oft mehr vor. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.